aus Stammburg und willkommen hier zum dritten Viertelfinale des Packs United Bundesliga Cups. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur Partie Freiburg gegen Augsburg. Freiburg gegen Augsburg, drei Sticker-Tütchen sind am Start und wer zieht ins Halbfinale? Wer zieht von den beiden ins Halbfinale nachher? Um 19 Uhr gibt es die letzte Viertelfinalbegegnung. Hamburg gegen Schalke, nochmal ein Kracherspiel in meinen Augen. Auf jeden Fall jetzt erstmal Freiburg-Augsburg. Ich schnack nicht lange rum, wir starten mit dem ersten Tütchen. Und gestern gab es ja auch schon die ersten beiden Viertelfinalbegegnungen und die, ja, da ging es richtig ab. Ich sag's mal so, Robert Lewandowski, Moderhut, Stefan Bell. Und das ist das 1-0. Freiburg geht in Führung. Pascal Stenzel erzielt das Tor. Und dann haben wir noch Raphael. Also 1-0. Freiburg führt gegen Augsburg. Endlich fallen mir hier Tore. Daniel Didavi. Marco Russ. Und nicht das 1-1. Das ist Mainz. Wir suchen Augsburger. Ja, ja. Freiburg mit dem Doppelback und Freiburg ganz, ganz stark und souverän im Viertelfinale. Sind eigentlich jetzt schon weiter, ne? Weil Augsburg kann das eigentlich gar nicht mehr schaffen. Es sei denn, mit einem Glitzersticker. 3-2. Augsburg kommt nochmal zurück. Karaman und Peter Gulagi. Und es kommt kein weiterer Augsburg-Sticker. Das heißt, die Partie endet mit einem 3-2. Oh mein Gott, 5 Tore hier nach 90 Minuten. Gestern sind nach 240 Minuten. Also wer die gestrigen Viertelfinalbegegnungen noch nicht gesehen hat, checkt auf jeden Fall jetzt aus, weil ich spoiler nämlich in 1, 2, 3. Jetzt Pause drücken und euch die Viertelfinalbegegnungen 1 und 2 angucken. Nämlich gestern nach 240 Minuten. Das heißt, zweimal komplett 90 Minuten plus die Nachspielzeit, also 240 Minuten. 0 Tore. Beide Partien sind gestern im Elfmeterschießen entschieden worden und heute nach 90 Minuten 5 Tore. So kann es gehen, so ist es im Fußball, Leute. Das war's auf jeden Fall von mir. Freiburg ist im Halbfinale des Bundesliga Packs United Cups. Das war's von mir. 19 Uhr, Hamburg gegen Schalke. Haut rein und tschüss.